Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Steel Ocean. Ja, ich war gerade schon ziemlich lange in der Warteschlange, da habe ich mir gedacht, von wegen, ich unterbreche die Aufnahme und werde jetzt nur noch immer die Kämpfe zeigen, also sprich das Startbild mit den Schiffen, die ich habe, werdet ihr nicht sehen, außer wenn ich vielleicht viele neue Schiffe habe. Ich spiele jetzt hier gerade mit meinem amerikanischen Schiff. Wie hieß denn das nochmal? Ach, da steht er unten. Da. Caldwell. Caldwell. Ja, mit denen spiele ich jetzt. Und wir haben die Aufgabe. Da oben. Hier unten rechts. Auf der Minimap sieht man das. Die weiße Flagge einzunehmen. Gut. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ich spiele mit den Einer. Gut. Ich habe mal das Wieso gleich richtig ausgebaut. Ich hatte gestern nicht mehr weitergespielt bei den anderen Schiffen. Keine Lust gehabt. Deswegen spiele ich jetzt weiter. Und da ich ja vorhabe, von jenen immer diese dreifache PSX machen, also jetzt für diese Woche, wie die Aufnahme läuft, bin ich mir am überlegen, ob ich immer nur das beste Spiel rausschneiden soll. Also sprich, wo am meisten passiert, Action. Das bin ich mir noch am überlegen. Könnt ihr mir ja in den Kommentaren schreiben, ob ihr lieber das beste Spiel sehen wollt oder irgendeins, egal welches. Oder eins, wo man nur gewinnt. Ein witziges Spiel. Ach, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich mache das. Ich nehme einfach das hier auf. Ich nehme eins auf. Rede mir den Mund fusselig, obwohl so viel will ich eigentlich auch nicht anspielen, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss, bin ich ja ganz leise. Hey, wo sind die Feinde? Alle AFK? War ja mal haarscharf. Das meinte ich. Sobald ich irgendwie ein bisschen mich konzentrieren muss, wenn es um Kämpfen geht, bin ich mal verschleißen.
müssen dahin. Und... ah, der dreht da weg. Torpedos, Torpedos! Ah, so doll. Ah, befreundetes Schiff. Inbound Torpedo, watch out! Torpedo incoming! Evasive maneuvers! Nein, das trifft mich nicht. Naja, ich will mal Torpedos. Torpedos auf dem Feuer. Ich hoffe, ein Torpedo. Ich hab keinen Kill. Tjo, das war mal ein Kampf. Mal schauen, ob gleich ein weiteres kommt. Bis so, gleich. Und da wären wir wieder bei einer nächsten Runde Ocean Steel. Okay, jetzt die gegnerische Flagge einnehmen. Ah, das ist schon mal zwei Teamkiller. Beim letzten Mal wusste ich ja nicht, was das Blaue heißt. Jetzt weiß ich es. Das sind Teamkiller. Weiß das daher, weil einer mich mal abgeschossen hat und der ist blau geworden. Ja. Teamkillers gibt es hier auch. Wie bei World of Tanks und den anderen World of Games. World of Tanks, World of Plans. Und Water Wash. So, was ich jetzt vorhabe, ist genau da, wo sie hinpingen, da werde ich hinfahren. Und so. Ey, die Sau habe ich voll weg. Kann doch nicht wahr sein. Keine Augen im Kopf und dabei. Nee, nee, nee. Königsberg 1950. Oh. Guck mal, schieß einfach mal da vorhin. Ja. Ah. Große Schiffe ist. Guter Schuss, habt ihr was gehört? Hat er da mal ein paar Schüsse gemacht? Da kommt bestimmt gleich einer um die Ecke. Sagen wir die Torpedos noch mal.
Ja. Der ist genau reingefahren. Ich habe getroffen mit dem Torped. So. Voll gegen Wand gefahren. Aber ein Fell. Na egal. So, das war die nächste Runde. Haben wir die andere? Ich glaube, die andere hatten wir verloren. Ne, die haben wir gewonnen. Okay, gut. Gut. Ich denke mal, das war's für heute. Zwei Runden reichen. Und ich wünsche euch auch viel Spaß. Morgen werde ich mit dem Deutschen wahrscheinlich spielen. Vielleicht kriege ich da jetzt noch den nächsten frei. Dann habe ich zwei Deutsche. Heute waren die beiden Amis dran. Ja, gestern habe ich ja U-Boot gespielt. Also gestern habe ich die Japaner gespielt. Und dann probiere ich mal morgen die Deutschen zu spielen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.